Hallo liebe Sacred-Freunde und willkommen zurück zu How to Sacred. In der nächsten Serienreihe, die ich hier publizieren werde, möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr euch für das Spiel Sacred wunderbar einen Runensucher erstellen könnt. Dafür nehmt ihr nichts anderes als einen Zwerg, könnt ihn so benennen, wie ihr das möchtet. Und anschließend möchte ich euch im folgenden oder in den folgenden Parts dann dieses Anleitungsvideo mit auf den Weg geben, was ihr quasi beachten müsst, damit der Zwerg zu einem perfekten Runensucher wird. Ich habe die Aufnahmen bereits aufgezeichnet und werde lediglich dazu bloß noch meine Kommentare dazu geben, was an welcher Stelle dann wichtig zu beachten ist, und wünsche euch damit viel Spaß bei diesem Lehrvideo. So, wir starten dann ganz normal auf der Startinsel mit unserem Zwerg. Ich rufe direkt das Inventar auf und gucke gleich, welche Fertigkeiten wir wählen. Auf der einen Seite ist für uns elementar wichtig, dass wir den Handel sofort mit reinnehmen. Das ist doch der einzige Charakter, der das sofort kann. Und als zweite Fertigkeit nehmen wir die Waffentechnik. Das hängt einfach damit zusammen, dass unser Zwerg nur die Fähigkeiten aus dem Bereich der Zwergenkundler tatsächlich einsetzen und erlernen soll. Die physischen Angriffe, wie hier unten die Attacke, die werden für uns von weniger Bedeutung sein. Darum zuerst Waffenkunde, damit wir die Regenerationszeit und die Ausführung dieser Waffentechniken direkt ein bisschen verkürzen. Dann gucken wir mal gleich ins Inventar und schauen nach, da wir Händler sofort auf maximale Stufe geskillt haben, ob der Händler für uns schon was Brauchbares im Angebot hat. Sollte aber nicht der Fall gewesen sein. Ja, ich suche hier schon mal nach bestimmten Sachen. Wir starten ja auch mit 5000 Gold. Ich hatte gedacht, naja, vielleicht tun wir ja was Passendes, aber so wie das aussieht, ja doch, hier eine Waffe, die dreimal skillbar ist, beziehungsweise drei Sockel hat. Da hatte ich mir überlegt, ob ich die nehme, und rein theoretisch, da sie es angeboten hat und sie besser war als unsere, ja, Standard-Axt oder Hammer oder was das da für ein Anfang war, habe ich dann selbstverständlich diese Kanone erstmal mitgenommen und mir auch gleich zwei Heiltränke gekauft. So, die laufen durch das Portal durch und kommen direkt dann nach Schönblick rein, und ich habe dann auch erstmal gleich unsere Gier mit Skill, ja, mit als aktiven, ja, mit in den aktiven Skill mit reingesetzt, oder beziehungsweise ja in den Sockel mit reingesetzt für unsere Fähigkeiten. Und Gear wird für uns elementar wichtig sein, denn über dieses Gear erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, besondere Gegenstände zu finden, und die Runen sind zu diesen besonderen Gegenständen. Und darum habe ich es auch erstmal mit reingenommen. Hat aber den Nachteil, dass die Gier unsere Verteidigungswerte, mit je höher die Stufe wird, desto stärker werden unsere Verteidigungswerte reduziert. Das heißt, wir sind dann auch anfälliger auf gegnerische Angriffe. Aber auf Stufe 1 macht das jetzt noch nicht so viel. Wie dann die Gier zu skillen ist, ja, zu Beginn skillen wir es ganz normal. Immer, sobald wir Runen haben, dann Runen einlesen. Und das würde ich so lange empfehlen, bis die Dauer eine Minute erreicht hat. Und ab da sollte keine Gier mehr eingelesen werden. Das hat einfach damit was zu tun, dass die Runen eine bestimmte Wahrscheinlichkeit brauchen, ja, um gedroppt zu werden. Und gleichzeitig trifft das aber auch auf Set-Gegenstände oder Unique-Sachen zu, die ebenfalls gedroppt werden. Und die benötigen wiederum eine höhere Wahrscheinlichkeit, um zu droppen. Oh, beziehungsweise da ist die Standardwahrscheinlichkeit noch niedriger als bei den Runen. Wenn wir jetzt beispielsweise die Gier auf das Maximale skillen, bis zum geht nicht mehr, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass auch Unique- und Z-Teile vom Gegner gedroppt werden. Und damit wiederum senkt es aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir wiederum Runen finden werden. Darum ist es beim Runensammler extrem wichtig, dass wir unsere Gier nur auf einen bestimmten Level bringen. Und ich mache mal als Faustregel, dass wir das nur so lange skillen, bis wir die, bis die Gier eine Dauer von einer Minute erreicht hat. Und ich glaube, das ist auch das Höchste. So, dann ganz normal haben wir jetzt hier erstmal dieses Standard-Söldbuch erfüllt. Ist ja nichts weiter als eine Suchen- und Hinbringen-Mission ohne gegnerische Beteiligung, kein Thema. Dann hatten wir auch hier wunderbar den Flammenwerfer bekommen von dem
Soldaten. Wunderbar. Flammenwurf ist eine der Kampftechniken, die für uns elementar sein wird. Die skillen wir auf jeden Fall, da sie ja eine Angriffsfähigkeit ist, die mehrere Gegner zur gleichzeitig ordentlich massiven Schaden reinhaut und auch gleichzeitig dann auch viele Gegner auf einmal tötet. So, und mit dem nächsten Level ab, Stufe 2, skillen wir natürlich einmal unseren Handel, ist ja ganz klar, immer schön Handel, maximale Stufe, damit wir das bestmögliche Händlerangebot bekommen. So, jetzt sind als nächstes die Wölfe dran, auch eine relativ einfache Mission zu Beginn. Sollte man einfach machen, um sich ja mit dem Charakter erstmal einzufinden, ein paar Gegner zu beginnen zu töten, am besten auch nicht gleich drauf zu gehen, das ist auch wichtig. Vermeidet es, mit dem Zwerg zu sterben, denn wir brauchen einen sehr hohen Überlebensbonus und der steigt nur dann, solange unser Charakter A lebt und B, häufig eher ein Feindeskontakt ist. Und sobald wir sterben mit unserem Zwerg oder generell mit jedem Charakter, den wir in Sacred haben, sinkt unser Überlebensbonus dann wieder auf 0. Und daher ist es wichtig, dass wir einen hohen Überlebensbonus haben. Also nicht sterben. Ganz, ganz dolle wichtig. Darum vermeidet auch zu Beginn vielleicht Regionen, wo die Gegner etwas stärker sind. Zum Beispiel, es macht keinen Sinn, so ohne zu cheaten, sage ich jetzt mal, direkt in die Wüste zu rennen, wo die Gegner schon etwas höheres Level haben. Aber man quasi nach 3 oder 4 Schlägen, wenn überhaupt, wenn es sie sogar schon 1 oder 2 Schläge sind, dann einen direkt töten sollten. Also von daher, fangt ruhig am Anfang etwas Einfachem an. Es zieht sich zwar, aber es lohnt sich. Ja, mit unserer Knarre machen wir natürlich einen Fernkampfschaden. Da sind die meisten Gegner Gott sei Dank nicht gut gerüstet gegen. Ja, Wölfe sowieso, die tragen ja eh kein Schild. Aber das sollte hinhauen. Und wir müssten auch gleich wiederum eine weitere Stufe hochgehen. Das ist schon Stufe 3. Ich plane so den Charakter bis auf die Stufe 30 zu leveln. Und ab da müsste eigentlich vom Niveau her der Zwerg eine Stärke erreicht haben. Oder wie gesagt, auch das Niveau erreicht haben, dass wir dann anschließend ihn als Runensammler dann verwenden sollten. Also das ist mein Plan bis Stufe 30, bis wir auf 7 Fertigkeiten gewählt haben. Die 8. Ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig wichtig. Wichtig ist, Stufe 30 ist so eine Faustregel. Und ab da haben wir dann eigentlich ein Niveau erreicht, ein Level erreicht, wo unser Charakter, unser Zwerg dann wunderbar als Runensucher funktionieren kann. Und wie gesagt, es empfiehlt sich nur, den Zwerg zu nehmen, da der hier einerseits die Gear skillen kann, wodurch eben die Wahrscheinlichkeit gesteigert wird, besondere Sachen zu finden. Und auf der anderen Seite erlernt der Zwerg eine sehr nützliche Fertigkeit, und zwar die Schmiedekunst als einziger Charakter. Und die Schmiedekunst ermöglicht es, Rüstungsgegenstände und Waffen eigenständig zu skillen. Dafür brauchen wir nicht mehr zu schmieden. Dafür brauchen wir nicht mehr, zum Schmied hinzurennen, sondern wir können das selber machen. Und der Zwerg besitzt eine Art der Schmiedung, wodurch auch die einzelnen Gegenstände mit dieser eben genannten Wahrscheinlichkeit, besondere Gegenstände zu finden, zusätzlich versehen werden können. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Darum auf jeden Fall auch die Schmiedekunst später mit rein. Aber jetzt können wir sie noch nicht ausbilden. Stattdessen nehmen wir als dritte Fertigkeit dann die Zwergenkunde, die auch nochmal unsere Regenerationszeiten der Zwergentechniken runtersetzt. Das sind natürlich die einzigen beiden, die das können, darum beide auf jeden Fall mit rein. Konzentration ist hierfür nicht notwendig, da dieses wirklich nur die physische Regeneration der Fähigkeiten runtersetzt. Wie hier die Attacke. Ja, also nicht sowas wie Gier oder Flammenwurf. Aber auf der anderen Seite, das ist beim Zwerg ein bisschen unlogisch durchdacht, wiederum empfiehlt es sich, Rüstungsgegenstände zu sammeln, die auf Regeneration Special Move etwas geben. Und auch die physische Regeneration bei den Attributen sollte verbessert werden. Da das wiederum auch die Künste der Zwergen heruntersetzt. Was ich persönlich ein bisschen unlogisch finde. Ich glaube, das hätten vielleicht die Entwickler auch ein bisschen besser durchdenken können, haben sie aber nicht gemacht. Und wahrscheinlich würde es dann 3 Fertigkeiten hier geben, die die Regenerationszeit der Zwergen können
wohl runtersetzen würde. Und das wäre wohl ein bisschen zu heavy gewesen. Das haben sich vielleicht die Entwickler gedacht. Ich kann es mir nur so erklären, warum die Konzentration hierbei ausgenommen wurde, obwohl die physische Regeneration, die Regeneration aus Special Move, ebenfalls die Techniken der Zwerge direkt beeinflusst. Aber naja, was soll's. So, wie ich das hier sehe, kundschafte ich auch gerade den Händler nochmal ab, um Anfangsrüstung zu bekommen. Ist auch immer wieder wichtig. Und natürlich auch die Brunnen sollte man abchecken, da diese natürlich in jeder Welt einen Heiltrank immer spendieren. Aber wir haben ja das glorreiche Problem, dass wir unser ganzes Gold mehr oder weniger für die Waffe und die Heiltränke ausgegeben haben und nach wie vor zu wenig nachkriegen. Das bedeutet, wir können uns keine neuen Sachen kaufen und wir müssen definitiv die Gegner töten. So viel dazu. Ja. Ich glaube, an Quests habe ich hier jetzt erstmal nichts gemacht, sondern ich bin erstmal gleich Richtung Silberbach weitergegangen, um mich mit den Goblins zu messen. Mit der Hoffnung, dass wir die einerseits besser unter Kontrolle kriegen, mittlerweile, auf Stufe 3, und dass sie natürlich im Gegensatz zu den Wölfen und zu den einfachen Menschen am Anfang natürlich wesentlich mehr Erfahrungspunkte geben. Von daher bin ich erstmal gleich Richtung Silberbach weitergegangen. Und natürlich, so wie sie es gehört, ist natürlich der Beginn eines neuen Charakters immer mit viel Arbeit verbunden. Das ist zäh, das zieht sich ein bisschen. Ist ja ganz klar, wir verfügen ja bis jetzt über noch gar nichts. Und daher auch alles töten, was einem über den Weg läuft, und alles einsammeln, was wir finden. Das ist wichtig. Dadurch, dass wir gleich Handel am Anfang haben, brauchen wir definitiv das Geld, damit wir uns schöne Sachen kaufen können. Bestenfalls. Wenn wir nicht sogar was finden, aber mit dem Finden ist es am Anfang ja auch mal ein bisschen schwierig. Da unser Überlebensbonus noch wachsen muss. Aber dadurch, dass wir auf den Netzwerkservern, die wir uns auch selbst erstellen können, wie ich das auch zu Beginn als Hinweis mit hingeschrieben habe, können wir nur Server zu Beginn auf Bronzestufe hoch machen. Ich habe ja meine Seraphim-Let's Play ja quasi schon auf der Silberstufe begonnen. Das geht, wenn wir die Kampagne direkt starten, auf jeden Fall. Aber sobald wir ein Netzwerkspiel betreten, gibt es da andere Regelungen, und da können wir beispielsweise Silber-Server erst besuchen, sobald wir Stufe 20 erreicht haben. Darum auch mit der Stufe Bronze zu beginnen. Das sollte aber uns die Möglichkeit geben, dass unser Charakter zu Beginn nicht sofort getötet wird, der doch die Gegner eher auf Silber ein etwas höheres Niveau aufweisen. Und wie gesagt, sterben wollen wir ja nicht. Tja, da stehen sie überall. Wer sich jetzt natürlich fragt, warum ich den Flammenwerfer nicht benutze, das ist ganz klar. Der Zwerg braucht dafür eine extra Kanone, die er auf seinen Rücken schultern kann. Und solange wir die nicht haben, ist quasi der Flammenwerfer bis jetzt für uns noch total zwecklos. Und nicht wundern, dass ich so oft das Inventar aufmache. Ich will natürlich immer gucken, was ich für Sachen eingesammelt habe, von welchem Charakter, zu welchem Preis ich die möglicherweise verkaufen kann. Und das gehört mehr oder weniger zu meiner Spielweise direkt dazu. Ich glaube, beim Let's Play mache ich das nicht so oft, weil ich natürlich dann auch was erklären will und es ist natürlich nicht anbietet, permanent das Inventar zu öffnen. Aber so, das ist meine direkte Spielweise. Da gucke ich ganz gerne dreimal, viermal in einer Minute wahrscheinlich immer wieder hin. Vielleicht auch mit der Hoffnung, dass wir vielleicht endlich mal auch einen Gegenstand finden, den wir natürlich dann auch ausrüsten können, weil bis jetzt sieht das ja sehr mau aus. Ja, und hier gehe ich dann jetzt noch einmal auf die Fähigkeiten ein, die wir erlernen können. Also wie gesagt, wir skillen nur die Fähigkeiten auf der rechten Seite, die Zwergenkundler, dann einmal die Gier ganz links oben, schon eingelesen, standardmäßig eingelesen, und rechts und links unten der Flammenwerfer. Dazu bietet sich noch an der Kanonenschuss, der dürfte rechts unten sein.
Ich glaube, da war ich auch schon drauf. Den sollte man noch skillen, da dieser einen massiven Angriff verursacht und starke Gegner mit wenig Hits direkt töten kann. Und eventuell auch noch die Mörsergranate. Die war in der Mitte. Unten in der Mitte. Zwischen den beiden Fähigkeiten Flammenwerfer und Kanonenschuss. Und Mörsergranate hat in etwa den gleichen Effekt wie der Kanonenschuss. Ein Angriff, der eine hohe Schadenskonzentration hat, aber anders als der Kanonenschuss auf die Karte platziert gesetzt werden kann. Hat natürlich den Vorteil, dass wir uns die Richtung aussuchen können, wo der Schuss hingeht, aber der Nachteil im Vergleich zum Kanonenschuss, dass die Mörsergranate nicht immer treffen muss, denn der Gegner sich natürlich in der Zeit zwischen Zielsetzung und Zieleinschlag bewegt und außerhalb des Reihe, der Reihe, des Explosionskreises dann auch auffällt, dann trifft er die Mörsergranate natürlich nicht mehr. Das ist wiederum der Nachteil. Aber wie gesagt, es bietet sich an, das beides ausgewogen zu gestalten. So, wir laufen einmal rum um die Arena. Kurz Richtung Süden. Und wir machen natürlich zu Beginn auch hier einen Dulli-Quest, sage ich jetzt mal. Das ist der, wer sich erinnern kann im Let's Play. Der Quest, wo wir quasi dem Fischer seinen Kumpan holen sollen, der die Köder mehr oder weniger vergessen hat. Und das ist letztendlich auch bloß ein Lauf- und Bring-Quest. Hier steht die Mutter, die ihren Sohn verloren hat, kennen wir ja natürlich auch. Und da steht der gute Mann, der seinen Kumpan mit dem Köder sucht. Ja, also, kurz wieder zurückgerannt. Kein großer Hit. Einfach nur ein bisschen Fleiß aufbringen, ein bisschen Zeit investieren. Sollte gehen. Keine überstarken Gegner oder sowas heraus, zu fordern, die natürlich uns eventuell auch töten können. Das ist natürlich kontraproduktiv. Nein, wir machen zu Beginn etwas sehr Entspanntes. Es bietet sich natürlich auch an, diese einfachen Quests, wenn sie durch sind, dass man dann einfach den Server beendet, einfach einen neuen Server dann wieder erstellt und dann quasi die Quests, die dann zurückgesetzt wurden, dann aufs Neue beginnt. Das geht natürlich auch. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch, oder hätte ich auch 10-mal das Söldbuch jetzt machen können. Das wäre jetzt aber, ich glaube, nicht Sinn und Zweck dieser Aufnahme hier gewesen. Das hätte ich offscreen machen können, aber ich will euch natürlich zeigen, wie dieser Charakter entwickelt wird. Und darum muss ich mich natürlich auch mit anderen, ja, mit einer anderen Art und Weise des Spielens dann ja, begnügen, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir natürlich noch eine Gier-Rune gefunden. Sehr nützlich. Wie gesagt, noch können wir so skillen. Ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich es gar nicht für voll genommen habe, dass ich da eine Gier-Rune gefunden habe. Hier dachte ich, ich könnte mich mit der Hexe wunderbar anlegen, aber diese Hexe war wohl doch ein bisschen stärker, als ich es gedacht habe. Das bedeutet natürlich erstmal weglaufen, heldenhaft, so wie es gehört. Da ich mir auch sicher war, dass ich nicht mehr genügend Heiltränke hatte, um die Hexe überhaupt zu eliminieren. Und dadurch, dass ich natürlich heldenhaft die Gier aktiviert habe, setzen wir unsere Verteidigungskraft runter, sodass wir natürlich jetzt auch anfälliger auf die Schadenspunkte werden. Und naja, so bleibt uns nichts anderes übrig, als wegzulaufen. Die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, wenn wir nicht schneller sind als der Gegner, ist ein Portal aufsuchen und sich wegzuporten. Und Gott sei Dank gibt es hier in dem Bereich ein Portal, wo man sich schnell evakuieren kann. Das habe ich auch genutzt. Das ist zwar ehrlich nicht mein Stil, vor Gegnern wegzulaufen, aber diesmal bietet es sich einfach nur an. Wir haben sonst keine Chance an Heiltränke, kommen wir nicht so schnell direkt ran, wenn die Gegner nicht welche droppen oder uns eine göttliche Macht, sage ich jetzt mal, welche ins Inventar ablegt. Von daher müssen wir den Rückzug antreten. Wir nutzen das Portal und porten uns zurück nach Schönblick. In den hinteren Teil, wo auch das Portal ist, was ich bis jetzt noch nicht aktiviert habe, was aber eigentlich auch nicht zwingend notwendig ist, da wir ja leicht von der Stadtinsel auch dieses Portal aktivieren können. Jetzt muss ich mich natürlich auf eine Alternative einstellen. Die Hexe konnten wir noch nicht besiegen, obwohl sie Stufe 5 war, eigentlich auch nicht relativ hoch. Aber uns fehlen halt Rüstungsgegenstände.
Da wir bloß eine Resistenz von 6 haben, werden wir natürlich auch relativ wenig Schaden ab. Wodurch ich mir überlegt habe, gut, dann sollten wir uns vielleicht doch erstmal einkleiden. Und dazu bin ich dann nochmal zurück nach Schönblick gegangen. Und töte jetzt hier die ganzen Leute mit der Hoffnung, Items zu bekommen. Also weg von den Quests, jetzt erstmal Items farmen. Und es müssen jetzt auch keine guten sein. Hauptsache, wir kriegen erstmal ein bisschen Standardschutz oder wir finden so viel, dass wir dann auch dementsprechend verkaufen können und uns bessere Sachen vom Händler dann organisieren. Und wir haben selbstverständlich auch Glück, dass die ganzen Gegner uns hier auch viele Heiltränke spendieren. Das ist auch immer ganz gut für den Anfang. Am Ende haben wir ja genug, aber zu Beginn ist es doch immer wichtig, einmal mehr die Leertaste zu benutzen, als einmal zu wenig, sag ich immer. Das ist sonst ärgerlich. Und oh, ich hasse es, zu sterben. Vor allen Dingen in diesem Spiel. Das ist... Ach, nee, das ist auf jeden Fall nicht meine Sache. Das finde ich, mache ich... Ja, ich glaube, ja, keiner stirbt gerne, ne? Aber eigentlich könnte man ja sagen, gut, man wird immer wieder wiedergeboren, hat ja unendlich Leben zur Verfügung. Aber trotzdem stört mich das immer wieder. Das hängt auch damit zusammen, dass ich wahrscheinlich auch manchmal einfach zu faul bin, die Heiltränke zu drücken. Dann kriege ich meistens bei nur noch 30% oder 40% Leben dann einen harten Schlag reingedrückt, der natürlich als kritischer Treffer gewertet wird und mir doppelt so viel abzieht und dann zack, mit einmal liege ich da um. Dann müsste man sich mal überlegen, ob man nicht quasi, auch wenn das vielleicht jetzt, das jetzt Cheaten wäre, na gut, wenn man sich das selber schreibt, finde ich das jetzt nicht nur eigentlich als Cheaten, aber dass man sich sowas generiert, dass man dem Spiel sagt, Junge, wenn du bloß noch 30 oder 40% Lebenspunkte hast, aktiviere selbstständig einen Heiltrank. Ich glaube, manche Spiele, die haben sowas drinne. Und das könnte man bei Sacred, finde ich, wunderbar auch mit reinmachen. Zumindest könnte man sich auch schreiben. Das müsste bei dem Spiel, glaube ich, möglich sein. Denn dieses Spiel lässt auch, glaube ich, auch Modifikationen zu, sage ich mal. Ja. Level Up sind wir jetzt auch wieder, Stufe 4, kein Thema. Und wunderbar, endlich mal ein Gürtel, den wir tragen können. Der uns auch mal unsere Resistenz und unsere Verteidigung ein bisschen hochsetzt. Physische Regeneration sponsert uns auch. Setzt minimal jetzt die Regenerationszeiten bei beiden runter, das habe ich jetzt mal kontrolliert. Als ersten Gegenstand natürlich nicht schlecht, können wir auf jeden Fall benutzen. Und wir bewegen uns jetzt hier erstmal Richtung Höhle. Und zwar die Höhle, in der die Seraphim in Schönblick gefangen gehalten wird, wer sich daran erinnert. Von dem Sakara Hohepriester. Das habe ich einerseits gewählt, weil ich mir gedacht habe, naja, mit dem Level Up müssten wir jetzt auch von der Stufe her die Kraft besitzen und die Power besitzen, die Gegner zu schlagen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass da viele Gegner drin sind, die eigentlich für uns machbar sind, gehe ich auch mit der Hoffnung daran, bestimmte Gegenstände zu finden. Ob Blumen zum Tragen oder zum Verkaufen, wie immer das gleiche Spiel, ne? Da wiederhole ich mich ganz gerne nochmal. Ja, ist auch wunderbar, dass wir am Anfang die Attacke drinne haben. Damit können wir natürlich die einfachen, schwächeren Gegner wunderbar mit im Nahkampf oder auch im Fernkampf können wir uns aussuchen, dann wunderbar auch eliminieren. Darum ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir diese Attacke zu Beginn drinne haben. Ich werde auch sie weiter nicht skillen. Wie gesagt, denn ich würde nur auf die wirklichen Fähigkeiten der Zwerge eingehen. Und die physischen Sachen vernachlässigen, sage ich jetzt mal. Wenn natürlich aber nur auf physische Gewalt setzt, der braucht natürlich auch die Fertigkeiten wie Zwergenkunde und Waffentechnik nicht. Der skillt hier einfach ja schon Waffenkunde und Konzentration mit rein, ja, oder es geht nur Konzentration und macht dann noch Rüstung oder Konstitution mit rein. Das ist ja egal. Aber das sind auf jeden Fall auch noch zwei Fertigkeiten. Konstitution und Rüstung, die im späteren Verlauf mitgeskillt werden sollten. Das ist ganz wichtig. Der Zwerg braucht viele Lebenspunkte und viel Verteidigung.
beziehungsweise hohe Resistenzen. Darüber hinaus ist der Zwerg der einzige Charakter, der kein Reittier benutzen kann, weil er halt eben zu klein ist. Wer sich da an Herr der Ringe, ich glaube der zweite Teil müsste das gewesen sein, wo Gimli auf dem Pferd versucht hat zu reiten, habt ihr gesehen, was bei rausgekommen ist. Und das ist so eine schöne Parallele dazu, warum auch hier dieser Zwerg keine Reittiere benutzen kann. Und darum Rüstung mit rein, weil ja Rüstung auch den Malus deaktiviert oder wiederum herunter reduziert, dass, wenn wir neue Rüstungsgegenstände tragen, dass halt die Bewegungsgeschwindigkeit abnimmt. Und durch Rüstung wird dieser Malus auch reduziert, bis er dann irgendwann soweit heruntergetrieben wurde, dass er dann quasi daraus einen Bonus zieht, dass er dann quasi mit höherer Stufe sozusagen schneller rennen. Und der Zwerg sollte schon das Bewegungsmaximum von 220 erreichen. Darum auf jeden Fall auch Rüstung im späteren Verlauf mit rein. Waffenkunde auch. Dann natürlich die Waffenkunde auch den Angriff unserer Zwergentechniken hochsetzt. Darum auf jeden Fall das mit rein. Und die kompletten magischen Sachen, wie Magiekunde, Meditation und auch die mentale Regeneration bei den Attributen, kann vollständig vernachlässigt werden. Das hat natürlich auch den Effekt, dass der Zwerg bei den Attributen hauptsächlich auch auf Stärke und auf physische Regeneration geskillt werden kann. Ich würde es im Wechsel skillen und die anderen Attribute mehr oder weniger komplett vernachlässigen. Nebenbei muss ich immer mal wieder was trinken, da meine Stimme einfach zu sehr austrocknet. Das habe ich beim Let's Play irgendwie nicht so. Wahrscheinlich, weil ich mich dann nebenbei auch noch aufs Spiel konzentriere. Vielleicht aber auch tatsächlich weniger rede, als wenn ich das jetzt hier alles live kommentiere, sage ich jetzt mal. Und ja, das verzeiht ihr mir hoffentlich, wenn ich nebenbei einfach mal einen Schluck trinke, um meine Stimme mal wieder ein bisschen flüssiger und öliger zu machen, sage ich jetzt mal. Naja, so, den Anführer dieser paramilitärischen Gruppierung haben wir eliminiert. Jetzt wartet bloß noch dieser Sakara Hohepriester. Eigentlich kein ernstzunehmender Gegner. Das einzige Gefährliche bei dem, ihr seht es schon, ist dieser Feuerball. Dem sollte man, wenn es geht, aus dem Weg gehen. Aber ansonsten, ja, ist das kein Hit, ihn zu eliminieren. Darum schießen wir ihn ab und töten ihn. Und es ist natürlich wunderbar, darum habe ich auch die Kanone gewählt und kein Schwert. Gerade gegen solche anderen Fernkämpfer oder Magier, die sich sehr oft und gerne bewegen, ist es besser, wenn wir selber Fernkampf haben, damit wir nicht mit dieser Problematik konfrontiert werden, dass wir einerseits selber auf Nahdistanz gehen müssen, um den Gegner zu schlagen, dann eventuell nicht treffen, weil er weggerannt ist und selber dann in einen Konter raten. Wenn zum Beispiel dann der Feuerball direkt auf uns gefeuert wird, während wir vielleicht noch in einer Nahkampf-Angriffskombination sind und uns nicht bewegen können, dass wir dann quasi dem Feuerball direkt schutzlos ausgeliefert sind. Und der Feuerball macht nun mal zu Beginn auch ganz viel Schaden. Darum auf jeden Fall habe ich diese Fernkampfwaffe gewählt. So, jetzt sind wir auch schon Stufe 5 und können uns quasi mit der Hexe, vor der wir im in den letzten Minuten ja weggelaufen sind, jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, uns mit ihr anzulegen, sage ich mal. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt diese Höhle verlasse. Natürlich auch, weil keine Gegner mehr da sind, aber mit dem Ziel, jetzt werden wir die Hexe platt machen. Einiges an Runen haben wir auch gefunden und hier löse ich dann letztendlich auch schon mal die Gier ein, die Gierrune, die wir ja vorhin bekommen haben, nachdem wir dem Fischer seinen Partner mitsamt den Köder dann überbracht haben. Ja, wie gesagt, am Endeffekt passiert ja eigentlich auch relativ nicht viel. Wir streifen durch die Karte, machen irgendwelche Aufgaben, töten Gegner. Ja, und versuchen uns erstmal irgendwie hochzurüsten. Das ist jetzt kein Hit. Ich glaube, das kriegt jetzt auch jeder hin. Und das ist jetzt einfach bloß, ja, eine Zeit- und Fleißaufgabe, sage ich jetzt mal.
das zu machen. So, wir haben jetzt auch ein paar ordentliche Sachen bekommen. Das bedeutet, wir schauen nochmal bei den Händlern vorbei, ob wir was Brauchbares finden. Ja, den Bund hatte ich schon mal angeklickt gehabt und mir den Trank geholt. Darum auch total überflüssig, dass ich ja nochmal hingeklickt habe, aber egal. Sonderlich viel bietet der Händler uns leider nicht an. Ein Helm, der jetzt nicht so gut ist und auch keine besseren Waffen. Hier vielleicht noch eine Rüstung, die aber zu teuer ist, die eventuell für uns attraktiv gewesen wäre. Kein Thema, gehen wir also weiter. Wir haben ja noch einen zweiten Händler hier in der Nähe. Und der hat vielleicht doch was Besseres. Ja, habe ich auch gar nicht, bin ich auch gar nicht drauf eingegangen. Ich habe selbstverständlich auch im Verlauf hier ein Schild und ein Schwert noch gesammelt, dass wir dann gleichzeitig auch noch unseren zweiten Waffenslot gepackt haben, damit wir quasi auch wirklich was für einen Nahkampf haben. Und von daher können wir uns jetzt aussuchen, wie wir kämpfen wollen. Aber ich bevorzuge weiterhin die Waffe. Außerdem finde ich das cool. Ein Zwerg, der mit einer Waffe rumschießt, während hier die anderen noch mit Schild, Schwert, Bogen, Speer und was weiß ich nicht alles noch unterwegs sind. Ja, also wir die einzigen Schießpulver-Leute, die hier quasi diesen Waffenvorteil dann für uns auch ausnutzen wollen. So. Und dann haben wir es auch geschafft. Wir sind wieder dort bei dem Portal angekommen, wo die Hexe uns bis zuletzt verfolgt ist. Wir schnappen uns die Hexe doch auch mal gleich. Jetzt aber mit der Power. Die Goblins in diesem Bereich stellen für uns keine Gefahr mehr dar. Wir eliminieren die Hexe. Die ist jetzt gelb anstatt rot. Das bedeutet auf einem Niveau. Sie ist Gott sei Dank auch ein Boss. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass sie vielleicht auch was Besseres droppt, wenn wir sie töten. Lassen wir uns mal überraschen. Aber außer ein paar Sachen war da jetzt nicht viel dabei. Und ja, damit haben wir erstmal heute einiges geschafft. Wir haben ein paar Schuhe noch gefunden. Und ich bin, glaube ich, der Meinung... Ah ne, wir gehen jetzt erstmal nochmal hoch zum Händler. Ich kann jetzt hier gerade nicht einsehen, wie lang der Part nämlich noch ist. Darum müsste ich jetzt auch raten, wann das Ding hier zu Ende ist. Aber ich glaube, ich war jetzt hier nur nochmal beim Händler. Habe uns eine Kanone gekauft, damit wir wenigstens den Flammenwerfer verwenden können. Verkaufe auch Schild und Schwert, um das Gold zu bekommen, damit wir hier die Handschuhe uns auch anziehen können. Um auch unsere Regenerationszeiten wieder runterzusetzen, weil beide Sachen, die ich gekauft habe, die setzen unsere Regenerationszeiten aus Special Move herunter. Und ja, damit haben wir jetzt schon mal ein paar Sachen. Und wir können auch definitiv mit unserem Zwerg jetzt auch Silberbach verlassen und Richtung Porto Vallum gehen. Und an dieser Stelle beende ich diesen Part und sage mal, wir sehen uns an der nächsten Episode dann wieder.